Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin der Zockerwolf. Au! Und ich werde heute nicht nur ein Video mit Crafting Wolf aufnehmen, nur alleine. Und wollte mal fragen, kennt ihr die PISA-Testergebnisse? Oder die PISA-Studie? Wenn ihr das kennt, dann ich habe was. Was eigentlich sehr lustig ist, mein Vater hat mir das erzählt und hat sich das ausgedacht. Sehr lustig, ich zeige euch das jetzt einmal. Und wenn es jetzt ist, wenn es euch gefällt, geht ihr einfach, zeigt es euren Eltern und die sollten es dann weiterzählen und so weiter. Das ist eigentlich eine, die Eltern wissen, was eine PISA-Testergebnisse sind und ja, starte ich einmal. So, die PISA-Testergebnisse sind schlecht. Die sind immer schlecht. Naja, nicht immer. Was kann man dazu sagen? P-I-S-A. PISA. Paulchen ist sehr angefressen. Das ist das, was die Testergebnisse sind. Paulchen ist sehr angefressen. Das ist ein sehr lustiger Spruch hier, Paulchen ist sehr angefressen. Das finde ich so lustig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert mich und zeigt es euren Eltern, die wissen, was das ist und die lachen auch darüber. Und ich mache vielleicht dann noch ein PISA-Studie-Witz und ja, das war's für ein Video. Wir haben jetzt, machen wir auch ein, stellen wir drauf, ein Super Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und das ist bei der Wii U da drauf. Und ja, wir stehen es gerade hoch und das ist halt das Schwerste. Wir machen jetzt Wii U, wir machen Xbox, wir machen auch am PC. Shishok Live kommt. Die Welt kommt noch und und ein paar Wii-Spiele kommen noch. Heute oder morgen. Es wird dann wieder in Woche nichts mehr sein. Vielleicht einmal noch am Mittwoch oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber doch wird es vielleicht nicht so sein. Also, bis bald. Noch was. Mein Vater, ich werde ihn. Also dazu linken, er hat jetzt auch einen Kanal und er stellt Bücher rein und kennt sich mit halt so Sachen aus wie die PISA-Testergebnisse und kennt sich auch super aus mit den ganzen Büchern, den Schreibbüchern und das neueste Buch ist ein sehr spannendes Buch, ein Thriller, das mag ich sehr gern, Action-Thriller, Action-Thriller und das ist halt so. Geht um die Zukunft, die Roboter und schaut euch mal. Es heißt Toso und es ist wirklich ein super Buch. Das habe ich gelesen und das muss man, weil das empfehle ich hier weiter. Und bye. Ciao, ciao.